Hallo und herzlich willkommen zu Teil 19 von The Walking Dead Survival Instinct. Wir sind in Denvers und wir fangen an. Den lassen wir hier, weil. Also am Wagen bleiben. Weil wenn einer alleine ist. Fresh tire tracks. Probably the Archer Creek group. Just take it easy. God knows what's in there. Ja. Ja, dann ist das Gruppenrisiko bei 75% und das ist mir ein bisschen hoch. So, zwei Pfeile habe ich noch. Mir ist übrigens gerade was ganz Krasses passiert. Ich wollte gerade The Walking Dead starten. Und dann stand da kein Speicherstand. Spiel von vorne beginnen. Das war ein großer, großer, großer Schockmoment. Aber dann stellte sich raus, ich war im Offline-Modus und konnte deswegen das Spiel nicht normal starten. Alles wieder gut. Da sind wir wieder. Aber deswegen bin ich jetzt schon so ein bisschen zittrig, weil ich dachte so, ja, scheiße. Alles für den Arsch. Aber alles gut gegangen. Gott sei Dank. Ist mir alles ein bisschen ruhig hier. Ah, guck mal. Benzin. Nochmal, ui. Luxus. Ja, das haben wir uns angeguckt. Hier entschließen sich scheinbar alle sitzen zu bleiben. So haben wir sie am liebsten, die Beißer. Hier ist ein Treppenhaus. Da führt eine Blutspur lang. Und hier ist gesperrt. Wer steht denn jetzt doch noch auf? Hm? Der rappelt doch auf einmal im Karton. Ah. I don't care. So. Okay. Meine Pfeile unbedingt wieder haben. Ich habe nur zwei. So. Ja, mit Treppenhäusern habe ich ja auch keine guten Erfahrungen gemacht, wie ihr vielleicht noch wisst. No, no more room. Feueraxt, die ist aber schon schön, ne? Ihr habt mal kurz eine Sekunde, hoffe ich. Ich muss mal eben mein Leuchtfeuer fallen lassen und meine Feueraxt mitnehmen. Licht aus, hier scheint es gut beleuchtet. Ah, okay. Okidoki, ich hoffe, das Ding da geht nicht auf. Das hoffe ich sehr. Weil ich glaube, da hilft mir auch eine Schrotflinte nicht mehr viel. Ach, Mädel, warum bleibst du nicht liegen? Mal ehrlich. Guck mal. War doch eine ganz blöde Entscheidung, jetzt aufzustehen, oder nicht? So, die rütteln da weiter. Ist da eine Tür? Nee. Das macht mich, glaube ich, ein bisschen ärgerlich gerade. Hallo? Genug geärgert, die Beißer. Wir schleichen mal ein bisschen. Müssen es ja nicht total drauf ankommen lassen. Hier sind laute Büroboxen. So. Was ist da? Oh, geil! Sammlerstück. Yay.
So, das hätten wir auch wieder. Sammlerstück, wie geil. Das finde ich ja echt selten. Ich immer so ein bisschen fahrig hier durch die Gegend laufe. Diesmal hatte ich Glück. Oh, nee, ich habe keinen Bock, so weit zu schießen. Da ist mir aber ein Pfeil weg. Nee. Mache ich nicht. Sollen sie doch kommen. Sollen sie doch alle kommen. Nee. Das ist mir anders überlegt. Bitte nicht kommen. Bleib weg. Ach ja. Oh. Ja, das wusste ich doch. Das war doch so klar. Ich stehe auf die Armbrust. Ich finde die geil. Und es ist halt, es ist einfach Daryls Waffe. Kann es nicht anders sagen. Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Oh. Jetzt aber schnell. Guck mal, hier geht die Blutspur weiter. Ach, Pumpgun. Ist das was Gutes? Brauche ich die? Blablabla, Pumpgun. Ja, wahrscheinlich, ne? Naja, die kann ich auch nicht benutzen. Mein Bolzen werde ich sicher nicht. Vielleicht die Schrotflintenmunition, 9 Stück. Ja, komm. Manchmal muss man auch Opfer bringen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Gruppe noch wird, ne? Und wie wichtig es noch wird, wirklich Waffen zu benutzen. Im Sinne von keine Messer, sondern Schusswaffen. Also, mitgenommen. Munition finde ich schon noch. Das war aber gerade ein komischer Glitch. Was soll jetzt die Musik? Nee, komm, mach die Musik aus. Da stehe ich gar nicht drauf. Da kriege ich Gänsehaut. Angst. Psch. Leise sein. Will es leise haben. Ja, es tut mir auch leid, dass das jetzt bestimmt ein bisschen langweilig ist. Also für mich nicht, aber weil ich hier alle Büros durchsuche. Aber ihr wisst ja, wie geizig das Spiel ist. Ach komm, ey. Ich bin ein Arsch, ehrlich. Kann ich jetzt schon wieder vergessen? Oh, geil, der steckt in der Wand. Boah, hab ich Schwein gehabt. Junge, hab ich Schwein gehabt. Weil, echt, normalerweise, wenn man gar nichts trifft, dann sind die weg. Pfeile. Da sind die einfach weg. Hui. Okay. Komm, Bowtime Classic. Können wir auch nochmal einbauen. Okay. So. Jetzt ducken wir uns aber wieder, ne? Ducken. Guck mal, ist auch noch einer. Ist denn da überhaupt was? Ne, komm, hier gibt es gar nichts. Das Sammlerstück, ich laufe mich ja hier blöd. Gehen jetzt auch da hinten lang, wo die Pumpgun war, wo die Schleifspur ist und gut ist. So, das ist die Munition, die ich habe fallen lassen. Okay, gucken wir mal eben runter. Okay, Barrikade. Hier ist nichts. Ist da noch eine Tür? Ja. Nee. Ja oder nein? Nein. Gut. Dann gehen wir durch diese Tür. Okay, geil. Der hängt auch an der Wand. Haben wir auch keinen verloren. Mit dem Messer geht das übrigens besser, finde ich. Also wenn die so in letzter Minute nochmal aufstehen wollen.
dass man denen dann noch schnell einen mitgibt. Da muss man nämlich auch eigentlich gar nicht so gut treffen. Wenn die noch nicht ganz aufgestanden sind, dann reicht manchmal so ein Pinch und dann zack, stehen sie erst gar nicht auf. Das ist aber hier nicht so. Da sollte man schon treffen. Also komm, dann versuchen wir uns mal anzuschleichen. So, was ist das denn? Sicherheitskarte. Sehr schön. Damit komme ich jetzt sicherlich irgendwo anders lang. Ist hier noch irgendwas, was ich damit machen kann? Irgendwas hacken? Nee. Hier lang, sagst du. Aber hier ist ja nichts. Da ist ja nichts. Da ist ja kein Weg. War hier noch irgendwas? Ah, das war die Munition. Okay. Vielleicht komme ich jetzt da in diese Doppeltür. Oder ich muss dann hinter der Barrikade durch. Das ist noch wahrscheinlicher, ne? Ja. Okay, dann muss ich wieder durch das Großraumbüro. Da war es aber hell genug, sag ich. So, schlürf, schlürf, schlürf. Clara Kemm. Da sind wir also bei Clara Kemm. Besser als Umbrella. So. Das ist auch nicht richtig. Ach so, hier. Ja, alles klar. Das, oh, Leute, das wird bestimmt voll laut, wenn ich das Tor jetzt hochmache, ne? So. Was macht man, wenn es voll laut wird? Man wird selber noch lauter. Oh, es ging aber. War gar nicht so laut. Great job, boys. Great job, boys. Okay, dann kann ich wieder wechseln. Achso, ganz oben. Okidoki. Muss ich weiter runter? Whatever's down here better be worth the trouble. Ja. Du hast ja so recht, Daryl, du hast ja so recht. Ich habe jetzt gerade storytechnisch, ist der Merle eigentlich jetzt wieder da? Oder suchen wir den auch noch? Nee, der ist mitgefahren, ne? Auf jeden Fall ist jetzt diese komische Hexe dabei. Und der eine, der nie was sammelt. Aber war der Daryl jetzt wieder da oder ist er noch mit seinen Truckern da unterwegs? Meine eigene Sendung noch mal angucken. Das ist auch ein hübscher, wa? Looks like the team from the dam. What's left of them? Ach so, from the dam. Von den Verdammten habe ich verstanden. Das Team der Verdammten. Das wäre aber lustiger gewesen. Als das Team vom Damm. Sind das Biber oder was? Da, 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 da. Wer ist denn jetzt hier wieder? Wer macht denn hier die fiesen Geräusche? Ah. Sie. Okay, wer folgt mir? Okay. Tja. Es ist ein ständiges Vor und Zurück. No, no more room. Oh, was liegt da denn? Nee, das habe ich doch. Ich wollte doch so gerne wieder eine Granate haben. Ach, schade, weil mein Inventar ist proppevoll. Proppevoll. Ja, mein Bolzen gebe ich nicht her. Nee, Leute, ich muss die Granate da lassen, so leid es mir tut. Aber da kommen wir noch zu. Wir finden bestimmt noch mal welche.
So. Manchmal sehe ich den das quasi an, wer da aufstehen will. So, Pfeil haben wir zurück. Zu schnell da. Nee. Sie möchte nicht aufstehen. Boah. Suchen Sie in den Labor nach Serum. Okay. Was war das? Drücken Sie zum Öffnen. Da auch. Ach so, das sind Toiletten. Das ist Männerlabor und ein Damenlabor. Ah, nee, Spinnen. Ach so, okay. Da wurde sich vorher umziehen und desinfizieren können, denke ich mal. Okay. Oder? Bin ich überhaupt auf dem Weg zum Labor? Oder ist das hier der Sportraum? Man weiß es nicht. Doch, Labor. Siehste? Siehste? Mensch! Hallo! I'm Sheila, Archer Creek Dam. This place is dead, except for that auto security system. Yeah, we met. Yeah, it's real cute. Locked gates, cuts power. You trapped me in here. Haven't seen my team. I did. I didn't make it. What about the serum? Their research results. No cure, no serum. They never found it. A lot of people died for a fairy tale. I'll be damned. It's all phony? Yeah. Look, can you get me out? Scout, auto security put us on lockdown. You find anything that looks like a main panel or override up there? Maybe, hit but it. I'm not sure you hit want it. Me to. Your wish. Hazard detected. Lockdown in progress. What the hell are you doing? Proceed in orderly fashion. Get to the nearest down. Emergency exit. I'll meet you in the garage. Go! Go! What? Oh, turn it off! Turn it out! What? No, no, no. Please don't. No, 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 no. Oh, wieso ist das so laut hier? Wieso ist das so laut hier? Wieso ist das so laut hier? Ah, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich hier raus. Love of God. Lass mich hier irgendwo raus. Hilfe! Hilfe! Oh, no! 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 Oh, no! Ich wollte die Granate so gerne jetzt haben. Kann ich von hier nicht nehmen, ne? Oh Gott, oh Gott! Nein! Fuck! Okay. Was? Nein, ich hab das. Oh, jetzt hab ich das ausgerüstet oder was? Schon, komm schon, lauf, lauf! Nein, 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 ich will nicht. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Nein. Damn it. Das ist doch totaler Scheißschrott, Mist. Okay. So. Pumpkin, Pumpkin. Feuerrate mittel, Präzision niedrig, Reichweite kurz, Feuerrate hoch, Präzision mittel, niedrig mittel, das ist doch besser. Warum will ich da rein? Nee, ne? Ich will abhauen. Piss euch. Weg, 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 weg. Shit, wow. Er ist schon wieder tot? Kriegen Anfall. Oh, jetzt habe ich das wieder ausgerüstet. Leute. Fuck, ehrlich.
Der Rücksetzpunkt ist aber auch so mies, dadurch, dass direkt die Tür aufgeht und direkt hier Action Jackson ist, weißt du? Wenn ich das jetzt noch ausrüste, weil ich übrigens schon gar nicht ins Menü gerade. Ich schäme mich. Das läuft so scheiße. Ich mag die Sequenzen nicht, wenn die immer alle auf einmal kommen. Geht, ne? Wenn man ein bisschen ruhig bleibt und nicht total bescheuert agiert, dann geht das richtig gut. Und wir haben jetzt Sheila Schneider. Welcome, Sheila Schneider. So. Oh Mann, ey, was hab ich da gerade rumgewirkelt? Wo fahren wir jetzt hin? Sherwood? Sherwood Forest? Na gut, Robin, dann machen wir das. Kommen sowieso nicht hin mit dem Treibstoff, dann nehmen wir mal wieder eine Nebenstraße. Boah, das ist aber ganz schön weiter Weg. Palmetto Estates ist einer von vielen Standorten für Evakuierungsbemühungen. Boden- und Lufteinheiten des Militärs eskortieren Konvois zu einem unbekannten zentralen Standort. Chance, Vorräte zu finden, hoch. Sammelchance. Ich werde dieses Gebiet durchsuchen, aber das werde ich im nächsten Teil von The Walking Dead Survival Instinct tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt weiter dabei. Bis dahin. Tschüss.